What a nice view. Guck mal. So, das Auto steht jetzt erstmal hier und jetzt wollen wir loswandern zum Präbischtor. Hier sind übrigens viele Geschäfte. Bad Schandau, Schmilker, Rensker und dann hier durch den Wald zum Präbischtor. Kann man auch parken, das kostet nur 5 Euro. Hier auf dem Weg zum Präbischtor kann man mit einem Boot zu einer Klamm fahren und von dort aus hinwandern. Das ist allerdings weiter. Also der Weg gleich nach Völkerwanderung und dann noch wieder direkt an der Straße vorbei. Hier geht's jetzt von der Straße weg in den Wald hinein. Bisschen langweilig ist der Weg, ja. Ja, jetzt wird's ein bisschen interessanter hier mit Felsen. Aber grundsätzlich laufen wir hier so Serpentinen, immer mit Kurven und dann geht's weiter. Da oben ist schon mal das Restaurant. So, geschafft. Da oben, da ist es. Abgesehen vom Massentourismus ist es schon beeindruckend. Aber der Weg ist auch für Hackenschuhe und Kinderwagen geeignet hier hoch. Da oben stehen welche. Da klettern wir jetzt auch hinauf. What a nice view. Guck mal.
traumhafter Ausblick. Hier im Keller geht's zu den Toiletten. Eine Bank für die 7 Zwerge, bitte. Zurück fahren wir mit dem Bus. Mitten in Rendsburg ist die Bushaltestelle. Und ich empfehle jedem, hier noch essen zu gehen, denn es gibt hier ganz leckere böhmische Knödel, Schweinsbraten.